Seid gegrüßt zurück zu Stronghold Crusader. Wir sind in Mission 58, Schlacht im Delta. Wir sind mit Marshall verbindet. Hier ist ein Emir, da ist ein Emir, da ist ein Wasir. Das hängt ein bisschen. So, Kabel hat gehängt. So, wir haben 2000 Gold, sie haben alle 4000 Gold. Und wir haben hier scheint ein Übergang zu sein und da nicht, da scheint doch einer zu sein. Gut, ich denke, unsere Ressourcen sind dann sogar gut in Sicherheit. Arabische Schwertkämpfer, die sind ja nicht ganz so gut gepanzert. Nehmen wir mit den Bogenschützen wahrscheinlich sogar noch recht gut klein. Die ganzen brennenden Bogenschützen, die werden eher ein Problem sein. Aber unsere Wirtschaft kriegen wir, wie gesagt, dafür gut geschützt. Starten wir. Machen es wie letztes Mal. Ich will sie aber nicht unterschätzen. Die Folgen sollen ja jetzt auch nicht stundenlang laufen. Die letzte Folge war, glaube ich, eine Stunde. Tatsächlich. Und das muss nicht unbedingt. Ja gut, es wird wahrscheinlich gerade gegen Ende immer die Regel sein. Aber wir können ja mal gucken, dass es ungefähr dann bei der Stunde auch wirklich bleibt. So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. So, genug genug Weidefläche haben wir ja. Grüne Fläche. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch Bogenmacher. Da werden wir direkt 4 bauen. Die Kathedrale bauen wir wieder später. Eine Nachricht vom Marschall. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen. So. Hättest du etwas für mich? Marschall braucht irgendwelche Grundlagen. Dort oben will ich 2 Steinbrüche haben. Ich meine, dann können wir die Wirtschaft erstmal am Anfang pushen und die Kathedrale können wir später bauen. Sobald wir dann genug Geld reinbekommen, um es hier auch zu bauen. Ja, ich weiß, Amos würde jetzt mit mir rummeckern. Aber wir wissen ja, dass sie auf jeden Fall kommt. Von daher soll er sich nicht beschweren. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Ihr stellt euch mal hier hin. Dann schauen wir mal. Er baut hier Steine. Das ist doch gut. Eure Beliebtheit steigt. Ein Überfall. Ach da. Ja, der Wasir, die bekommen nicht so schrecklich viel Stein und Eisen, oder? Sehe ich da was falsch? Hier sind 2 Steinbrüche und 3 Eisenminen. Ja, und das war's im Prinzip schon, ne? Hier ist noch ein Steinbruch, aber da wird der Marschall sich kümmern. So, wir brauchen die Mühle jetzt langsam und die Bäckereien. Ich habe irgendwie die Burg letztes Mal anders gebaut. Ist jetzt auch egal. Wir benötigen auf jeden Fall 2 Kornspeicher. Ah, die sinkt ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss gerade überlegen, waren das? Hier hatte ich, glaube ich, sowas und dann sowas. Sieht auch ganz gut aus. Wir brauchen noch Brauereien, die müssen hier hin. 2 reichen erstmal. Kommt der erste Stein rein. Da kommt auch der Hopfen. Reicht leider noch nicht. Aber die Hälfte haben wir schon mal. Wir können hier oben noch ein paar Häuser bauen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Und ihr kommt mal auch hierher. Sind auf dem Weg. Das Raid-Bogenschütze. Ich dachte zuerst, die kämen, weil
Pfeile bereit. Bogenschützen weil bereit. Weil ich irgendwas eingeschossen habe. Aber das scheinen Raid-Bogenschützen zu sein. Das ist mal interessant. Das sind Steine, aber ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Ochsjoche. Was wolltest du eigentlich? 30 Holz, komm. Eine Nachricht vom Marschall. Grandios, das kam gerade recht. Deine Wirtschaft steht schon mal ganz gut. Da könnte eigentlich noch Eisenminen bauen. Eisen lasse ich ihm mal. Eine Nachricht vom Marschall. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas so, für mich? Noch ein paar Bogenschützen mehr. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Komm mal hierher. Eine Nachricht von Vasir. Wieder Holzfäller. Einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Was? Oh. Sei nicht durchgekommen? Nein. Meine Getreidefarm hat er zerstört. Faszinierend. So. Als kommt mein Steine können wir verkaufen. Güter. So, wir kriegen dann jetzt noch mal Getreide rein. Bringen wir da hinten auch noch ein paar Bogenschützen auf. Mein Herr? Will auch noch eine Burg bauen. Das ziehen wir schon noch zu, aber im Moment bräuchte ich eigentlich noch meine Kathedrale. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Mehr als Chance sind wir bei 4. Hier würde ich eigentlich noch gerne eine Schenke bauen. Dann können die schön, wenn dann der Gottesdienst vorbei ist, einen trinken gehen. Aber erst, wenn er vorbei ist. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Eure Befehle? Sire. Wir haben jetzt ein bisschen was an Verteidigung. Ich hoffe, dass die unsere Farm jetzt in Ruhe lassen. Könnt ihr mal da weggehen? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Eine Nachricht vom Emir. Oh. Gar nicht so anstrengend, das alles. Was ist jetzt kaputt gegangen? Die scheinen alle noch zu stehen. Ach, Holzfäller. Feuerballiste. Ich mauere jetzt diese Stelle ein. So. Ich hoffe, dass die Frauen Guten da abhauen. Morgen, eure Lordschaft. Kriegen wir wenigstens dann das Geld für die Kathedrale zusammen. So, ja, haben wir. Na komm, jetzt steht da der Bedrungene. Der Ihr könnt das nicht dort also, platzieren, my lord. Ihr könnt das langsam nicht werde ich sauer. Am besten baue ich sie hier. Ich baue die Kathedrale hier hin, damit die auf der anderen Seite abgeben. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Dass die da einmal außen rumlaufen. Und wir könnten mal noch ein paar Bäcker bauen. Bin zur Stelle. So. In Bewegung gespannt. Ist schlecht. Ach, die. Rücken aus. Feuerballiste ist schon weg. Ja. Sind auf dem Weg. Rückt ihr mal ein bisschen vor. Bin zur Stelle. Nee, die Frauen stehen da immer noch. Es werden Rekruten. Wie viel Holz haben wir? Ich schmeiß jetzt die Häuser einfach ab. So. Verschwindet. Verschwinde. Hallo. Wir benötigen mehr Gold. Eine Nachricht von Vasir. Wieder einmal haben meine Männer eure Monumente in Schutt und Asche gelegt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, haben wir jetzt genug Häuser. Bogenschützen bereit. Was ist hier hinten los? Irgendwo ist ein Assassine. Ich hoffe, dass die jetzt das regeln. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Ah. Und wir können hier mal die Mauer abreißen. Ich will hier eine große Mauer. So, die kommt mal hierher. Eure Beliebtheit steigt. 1, 2, 3, 4. Hier. Ja, dann ist die hier zweifach dick. Hier nur einfach
Wobei, 4, dann bräuchte ich mein 5. Dann lasse ich es so, dann kommen hier keine Gebäude hin. Ohne zu schauen. Oh, komm. Wir müssen jetzt nicht alles allen Platz effektiv ausnutzen. So. Hier können wir aber noch eine Schenke hinbauen. Mein Herr, in Bewegung. Dann gehen wir hier zu. Ich werde erstmal jetzt die Burg zu Ende bauen. Dann könnten wir noch gucken, wo wir dann Türme bauen. Wir haben ein Torhaus verloren, my lord. Bin zur Stelle. Und der hier. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle? Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Wahrscheinlich irgendwo da hinten. So, hier kommt dann auch noch eine Mauer hin. Wir brauchen dann noch zwei Speermacher. Und hier hinten noch ein Tor. Theoretisch noch ein Söldnerpost. Wie viel das Volk huldigt euch. Hier aus Schrank. So, wir haben kann ich jetzt auf 16 gehen, stimmt? Das Volk huldigt. Nein, kann ich nicht, weil... Ach, weil ich sonst immer noch Lebensmittel, aber im Moment haben wir, glaube ich, nicht so viel Brot. Grundspeicher ist zwar einigermaßen gefüllt, aber... Rücken aus. Das ist, denke ich, trotzdem so besser. Dann können wir noch mal ein paar Bogenschützen herstellen. Ausbilden, wie auch immer. So, ihr stellt jetzt mal sicher, dass da absolut einer vorbeiläuft. Haben wir unsere Kathedrale, da können wir mal Mönche produzieren. Die sammeln sich jetzt schön dort oben. Ihr geht mal hier rüber und macht diesen Steinbruch kaputt. Und dann müssen wir mal ein paar Bogenschützen noch dort hinten abstellen, um den Canvas hier davon abzuhalten, ihr könnt auf uns die Gebäude vom Marschall zu zerstören. Wir rücken aus. Hinten ist irgendwo ein Assassin, ich habe irgendein Gebäude kaputt gehen sehen. So. Dann können wir hier eigentlich noch eine Mühle bauen. Und hier oben, ja, was bauen wir hier oben hin? Da können wir mal noch sowas hinbauen. Ach so, nein, können wir nicht. Da bauen wir einen Brunnen hin. Irgendwo muss ja der Priester auch rein und raus gehen. Und dann kommt hier direkt das Vorhaus hin. So. Und dann brauchen wir hier Ilia. Noch die Mauer. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Jetzt greift mich doch nicht an. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Der Bergfried ist komplett. Das war schlecht. Eine Menge. Geritten Bogenschützen. Ihr könnt auf uns zählen. Bin ich noch nicht ganz vorbereitet. Es werden Waffen benötigt. Du wolltest aber irgendwas. 30 Steine kriegst du. So, die kriegen wir erledigt. Der Herr ist und der Marschall greift an. Das ist auch gut. Steinbruch ist weg. So, dann schauen wir jetzt mal, was der Gegner hier überhaupt noch hat. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas für mich? Der Steinbruch hier gehört Schwarz. Also dem Kalifen. Der Kalif und der Emir. Die haben beide einen Steinbruch. Und die Eisenminen gehen alle an die Emire. Das ist tatsächlich mir lieber, als wenn der Kalif sie hat. Ihr könnt auf uns zählen. Es wird denn benötigt. Ich finde, ich die drinnen Bogenschützen vom Kalifen einiges gefährlicher. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Dort hinten bauen wir jetzt mal noch ihr könnt das nicht zwei Bogenmacher.
Eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Ja, jetzt hat er irgendwas zerstört. Weizenform stehen noch. Auch dort hinten hat er einen Steinbruch zerstört. So, bauen wir einen neuen hin. Euer Gnaden. Oh. Mein Herr? Mal ganz schnell dahin. Ihr könnt auf uns zählen. Mit Gott. Mach das Tor zu. Ja, bitte. Ein leichtes. Und wir brauchen noch eine Treppe. Eure Befehle? Visiere an. Und wir haben doch Pflanzenträger. So. Ihr könnt auf uns zählen. Wie sieht's da mit dir aus? Du scheinst jetzt richtig... Nein, du läufst noch nicht ganz an. Eure Verbündeten. Da fliegt er. Bin zur Stelle. Das ist abgesichert. Da müssen wir jetzt dort links absichern. Ein weiter Weg. Bogenschützen bereit. Und ihr vier stellt euch dort oben zum Steinbruch. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Ich werde hier mal irgendwie gar nicht mehr. Ihr seid der Fünfte. Da werden sie gleich durchbrechen, aber dafür haben wir unsere Mönche. Wir stehen zu euch. Ja, hier mal noch eine Mauer. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Und das sieht doch jetzt ganz gut aus. Bin zur Stelle. Wir bräuchten noch hier den einen Bogenmacher. Dafür fehlt uns das Holz. Eine Nachricht vom Marschall. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen. Irgendjemand hat doch tatsächlich meinen Kornspeicher zerstört. Gehen wir, Brüder. Geht mal hier hoch. Eine Nachricht vom Emir. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Dann zieht ihr hier mal zu und... Der Bergfried. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Das da... Ja gut, das geht noch. Bin zur Stelle. Ist ein bisschen besser aufgestellt. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen... Mauer steht... Getreide brauchen wir mehr. Ich habe ja auch eine zweite Mühle gebaut. Dann machen wir jetzt die Wirtschaft komplett aus. Da rechts, das scheint ganz gut zu laufen. Die Frage ist, ob der Marschall wirklich durchkommt. Von sich aus, ich befürchte nein. Aber wir können ja unterstützen. Hat ja eine Menge gepanzerter Soldaten. Hat schon seine Wirkung. 3, 6 und 9 sind gehen. 11, 12, 13. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Dann bauen wir hier noch eine Bäckerei hin. 15. Und 16. Hier kommt noch ein Bogenmacher hin. Dann haben wir das auch. Bin zur Stelle. So. Mein Herr. Ihr kommt mal hierher. Wir brauchen hier unbedingt noch ein paar Türme. Eure Befehle? Sind zieht euch mal ein bisschen weiter zurück. Bin zur Stelle. Und erstmal hier rüber zurück. In Bewegung. Ja. Ihr geht mal hier hoch. Und holt mal ein paar Menschen noch. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Hier zielt man gezielt auf den. Mein Bogen ist feuer bereit. Zielt auf den. Bogen gespannt. Eure Befehle. So, den haben wir. An. Oh. Wie kann ich helfen? Sind offen. Kommt mal raus. Es werden Rekruten benötigt sein. Theoretisch könnten wir hier auch jagen. Das anbietet. Der Herr ist. Machen wir das auch. So. Gut, bevor dieser Feuerballist irgendeinen Scheiß baut. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ja, was für ein Unheil. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Ihr rückt aus. Gut. So, jetzt können wir hier mal einen Holzfäller noch bauen. Wir benötigen hier Holz. Auch. Dein Hammer mittlerweile. Bauen wir hier vorne nochmal das Torhaus. Erstmal. Und dann baut ihr hier mal die Tür.
Firma. Bogenschützen bereit. Dann baut ihr hier mal einen Turm. Mein Bogen ist euer. Wohin und gehen wir? Das wird etwas schwierig. Mit euch los. Weil die Mauer beschädigt ist, ne? Allzeit bereit. So, dann kommt jetzt dorthin. Und womit das kann ich wird dienen? Etwas schwierig. Komm. Nennt euren so. Wunsch. Baut ihr hier noch einen Turm hin? Ja, bitte. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Es werden Waffen benötigt. Und das Gebiet muss ich jetzt langsam unter Kontrolle bringen, damit er weniger Geld verdient. Irgendwo müsste ich doch noch. Söldnerposten bauen wir einfach mal hier. So. Ja, das sind überall Bäume. Eine Nachricht von Wazir. Von eurer Zerstörung ahnte jetzt man will schon auch noch der Vasier mitspielen. Ist die Zeit gekommen? Ich will das erlaubt. Trotzdem. Ja. Was willst du, Eisen habe ich nicht. Gut, die berittenen Bogenschützen, die sind jetzt nicht unbedingt das Problem. Es eine Nachricht vom Marschall. Noch nicht. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas für mich? Wen priorisiert denn der Marschall eigentlich? Was hier ist der Schwächste? Das ist interessant. Bin zur Stelle. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Hier hoch. Mit Vergnügen. Mal da hoch. Wir haben ein Torhaus verloren. So. Ziel angepeilt. Die Feuerballiste ist weg. Bin zur Stelle. Ihr es werden Waffen benötigt, Sire. Und wohin gehen wir? Ich hoffe, der Kornspeicherplatz stehen. Wir stehen. Dann haben wir jetzt mittlerweile eine Menge Geld. Das Volk huldigt euch, Sire. Und verdienen auch eine Menge. Wir benötigen Gold. Und wir können damit uns leisten, vorzurücken. Bin zur Stelle. Rücken aus. Wie sieht's dann aus? Der Marschall steht eigentlich gar nicht. Was produziere ich nicht? Die schwarzen Mönche sind bereit. So. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Der Marschall wird hier leider nicht durch den Vasier kommen. Sieht so aus, als würde er im Vasier angreifen. Der Vasier hat jetzt alle Eisenminen und alle Steinbrüche verloren. Sieht auch nicht so aus, als würde er viel Holz reinkriegen, weil die haben hier schon alles abgehakt. Sie wollen jetzt hier eigentlich durch. Das ist aber zu. Bin zur Stelle. Hören wir uns mal nochmal noch mehr Bogenschützen. Sind auf dem Weg. Ist eigentlich hier drin. Eine Menge Stein. Eure komm, Marschall, 100 Stein gebe ich dir. Mach was draus. Ihr habt nicht genügend Güter. Und wir verkaufen das Brot. Eine Nachricht von Vasir. Meine Krieger haben mich und dann holen wir uns die Bogenschützen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr 26 kommt mal hier hoch. Bin zur Stelle. Sobald die kein Holz mehr haben, Bogenschützen sind wir einen guten Schritt weiter. Und das sieht so aus, als hätten sie bald keinen mehr. Das sieht aus wie ein Angriff vom Emir. Bei dir müsst ihr eigentlich theoretisch alles rundlaufen. Eine Nachricht vom Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kamele werden immer dürrer und ihr? Nun zumindest kann ja, ich etwas gegen das ist ein bisschen blöd, dass die jetzt ausgerechnet reinkommen. Und meine Soldaten sich hier hoch verziehen. Dann lege ich mal da unten die. Kriegt ihr das hin? Ich hoffe. Mein Bogen ist euer. Die sind auch kein Problem. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie erledigen wir die genau? Wir benötigen Gold. Die Burgen von ihm sind auch ein bisschen schwerer einzunehmen als vom Abt letztes Mal. Womit kann ich dienen? Und der Vorteil, den wir letztes Mal hatten, war auch, dass eine Nachricht vom Marschall. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, gut, Junge. Nee, wir bleiben mal kurz hier. Nennt der letzte Emir, der hat ja fast ja, nichts. Bitte.
Der hier hat, wird auch nicht mehr so viel haben bald. Wenn es nach mir geht. Ich muss dieses Gebiet unter Kontrolle bringen, dann kann ich hier Triebböcke platzieren. Und dann kann ich auch hier die Steine einschießen. Die Steinbrüche. Selber hat auch keine Steinbrüche. Und die Burg belagern. Und er kriegt hier unten zwar noch gut Getreide und Bier rein, was ich nicht verhindern kann, aber wir kriegen den Rest dann unter Kontrolle, denke ich. Bin zur Stelle. So, dann besetzen wir hier mal nach. Die scheinen weniger zu werden. Ist voll, my Lord. Der Marschall hat jetzt 3 Steinbrüche. Jetzt müsste er nur noch mit den Ochsenjochen auch abtransportieren. Holz ist ein Problem. Verbündeten. So, können wir ein bisschen nachhelfen. Es mangelt mir etwas an den Grundlagen, Junge. Hättest du etwas für mich? Ich habe kein Eisen. Da unten ist doch Eisen. Warum baust du hier keine Eisenminen? Eine Nachricht vom Marschall. Grandios! Das kam gerade recht. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zum Okum. So. Wir benötigen Gold. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Macht wächst. Eine so, jetzt hier einen kleinen Ball. Sollen hier vorne abgeben. Wohin gehen wir? Ging leider die arabischen Schwertkämpfer nicht so schnell getötet, wie ich das gerne hätte. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Und das steht noch gut. Eure Befehle? Pfeile bereit! Also dreht euch mal auf den. Das lief doch noch recht gut. Jetzt können wir mal die restlichen Steine verkaufen, dann können wir auch gut nachrekrutieren. Hopp, hopp, hopp. Weg, weg, weg. Rot. Das arabische, wenn ich jetzt Ritten und Bogenschützen da produzieren würde, also anheuern würde. Ausbilden kann man das ja dann doch wieder nicht nennen, wenn es Söldner sind. Dann. Hallo. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ich habe keine Steine. Dann würde ich das wahrscheinlich sogar noch schneller hinkriegen. Im Moment ist das halt alles Schritt für Schritt. So, weil die sind alle insgesamt schneller, aber wenn man sie zusammen vorrücken lässt, sind sie langsamer. So. Ich glaube, der Vasier kommt jetzt. Der Vasier, das dauert noch. Der Vasier nochmal. Bin zur Stelle. Also da hat der Marschall gute Arbeit geleistet. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Wirklich sehr gute Arbeit. Das kann man nicht anders sagen. Der ist komplett eingedrückt. Ja. Wird auch dauerhaft angegriffen, also. Der Marschall kriegt das auch eigentlich ganz gut hin mit der Produktion. Hat ein Eisenproblem. Er baut hier aber auch absolut keine Eisenminen. Da kann man doch wohl Eisenminen bauen. Da zum Beispiel. Ja, mein Freund. Pass mal auf. Wie kann ich helfen? Nee, ich lasse euch jetzt nicht den Boxenjob zerstören. Das wäre dämlich. Bogenschützen bereit. So, dann rückt ihr mal ein bisschen vor. Und dann gucke ich mal, wer von denen auf euch schießt. Ist einer von denen, also der schießt auf euch. Macht's mal kaputt. Mein Bogen ist euer. Und erstmal her. Mein Herr. So. Visiere an. Eure Befehle ziel angepeilt. Die greifen euch nicht an. Das war wichtig zu wissen. Zum Okum. Dann kann ich jetzt dort meine Soldaten aufstellen und die werden zumindest hier die Getreidefarm auch blockieren. Muss ich mal gerade gucken, mein Markt. Ich immer meinen Markt. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Bin zur Stelle. Wir haben auch kein Holz mehr. Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Ihr könnt jetzt mal auf aggressiv gehen, dort oben das zerstören. Haben wir theoretisch auch noch Holz. Das können wir uns auch noch krallen.
Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Dann ziehen wir mal nennt euren Wunsch. Ein paar Speerträger auch hier mit. Die sollen die Farm zerstören. Moment. Gut, bin wieder da. Musste kurz niesen. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Wo ich dann die Ohren wegfliegen. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Ein weiter. Mute ich mich mal kurz dann. Ja. So. Und. Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. Dann. Steine verkaufen. Brot verkaufen. Bin zur Stelle. Mehr Bogenschützen. Bin zur Stelle. Benötigt sei. Mehr Bogenschützen. Es werden Rekruten benötigt sein. Herkommen. Euch lasse ich auch mal hier oben sammeln. Bin doch mal ein paar Assassinen bauen, aber. So, Vatatum. Tarikum Tawil. So. Eure Macht wächst. Gut, musst du noch mal niesen. So, das wird ihn jetzt einiges kosten, denn er dürfte eigentlich kein Schrei mehr haben. Benutzen die vorne das Tor nicht? Muss ich nicht verstehen. So, die fallen jetzt wie fliegen. Ja, das war's auch schon ziemlich damit. Da wird ein Problem, aber... Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Wir brauchen jetzt auch langsam euer Baumeister. Wir haben relativ wenig. Ein erträglicher Bogenschützen bereit. Wohin gehen hier wir? Geht mal ein Stück zurück. So, nicht. Allzeit bereit. Ah, er ist nach vorne gekommen. Hat sich da, wird dadurch erledigt. Das ist auch okay. Nochmal noch ein paar Bogenschützen nach. Das wird jetzt ein bisschen problematisch. Ich habe extra Mönche ja hierher beordert. Gut, dass das jetzt. Das Vorratslager ist voll, my lord. Damit hätten die ja echt mal warten können. Irgendwas ist voll. Und damit echt warten können, bis wir zumindest die Schwertkämpfer erledigt haben. Wo wollte ich hin? Ah. Holz können wir mal 100. Eine Nachricht vom Emir. Stattelfelder vertrocknen. Meine Kamele werden immer dürrer und ihr. Vielleicht baut er da mal ein paar mehr Eisenminen. Irgendeinem Grund meint er, er könnte dort keine platzieren. Wir stehen zu euch. Nutzt das nicht. Wir haben ziemlich viele Bogenschützen dort verloren. Das müssen wir ändern. Sind zu knapp, Sire. Aber ihr stellt euch erstmal hier hin. Bin zur Stelle. Haben wir hier noch 17. Wir benötigen mehr Gold. Mehr Gold wollen die. Mehr Gold. Das ging mal an. So, das war's dann mit denen. Hallo. Die schwarzen Mönche sind aggressiv gehen und die Getreidefarmen zerstören. Beim Donner. Was für ein Unheil. Die kriegen wir erledigt. Sieht schon mal ganz gut aus. Da kommen noch ein paar einzelne nach, aber das ist nicht schlimm. Er konnte absolut kein Geld sammeln. Das ist schon mal gut. Der konnte ein bisschen Geld sammeln. Ist aber nicht schlimm. Das Vorratslager ist voll. Es werden wäre ja auch langweilig, wenn die überhaupt nichts mehr machen können. Ja, bitte. Ah, die kommen doch noch recht weit durch. Fällt mir eigentlich nicht. So. Da kommen nochmal Ritter. Was wollen die denn da zerstören? Ich dachte, ihr geht auf den Kalif. Irgendwas zu zerstören wollen. Kommen ja jetzt hier vorbei. Ich meine, ist auch positiv, wenn sie da vorbeilaufen. Aha, und das. Da wäre zum Kalif noch was. Guten Gold hier.
So, Feuerball ist zerstört, auch ganz toll. Wollen die zerstören? Wollen die das, den Ochsenjochter zerstören? Ja, ich glaube, die wollen den Ochsenjochter zerstören. Ein erträglicher Verlust. Ich meine, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, so. Bin zur Stelle. Die haben schon eine Menge Schaden angerichtet. Nicht so viel, wie sie gekostet haben, aber darauf kommt es eigentlich gar nicht so sehr an. Wenn der Schaden dann trotzdem da ist und die Wirtschaft ansonsten bei einem selbst noch existent ist. Ihr könnt auf uns zählen. Weil der Kalif, der hat ja noch nicht mal mehr Getreide. Waffen benötigt, Sire. Weil der kein Holz hat und kein Geld bekommt. Ihr könnt auf uns zählen. So hat der Marschall gute Arbeit geleistet. Also das muss man ihm auf jeden Fall lassen. Er wird wahrscheinlich sogar dann was hier erledigen können. Auf kurz oder lang. Er das auf lang. Aber er wird es können. Bereit. So, zerstört natürlich. Das mal. Bin zur Stelle. Wir stellen weiter Bogenschützen her. Und dann überlege ich jetzt. Ich muss jetzt diese Türme hier alle drei erledigen. Und das sind alles drei Katapulttürme. Und das mag ich überhaupt nicht. Mann. Ich werde die dann hier aufbauen müssen. Ich kann die ja sogar in den... hier in den Sumpf stellen. Womit kann ich da spielen? Von daher, das ist nicht so das Problem. Ich bin schon mal da runterlaufen, seid ihr nur neun. Euer Gnaden, euer Gnaden. Komm, stellt mal ein paar mehr her. Ihr habt nicht genug Gold, um diese 31, das ist doch eine schöne Zahl. Wir verkaufen die Steine, dann haben wir auch das Gold dafür. Das Vorratslager ist voll, my lord. Und wir können dort hinten tatsächlich noch drei Ochsen mal platzieren. Jetzt hätte ich woanders platzieren sollen, aber auch egal. Solange es reicht und funktioniert, ist eure das okay. Ich wollte hier gucken. Das Volk liebt euch. Ja, der Bierausschank geht nämlich jetzt runter. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Richtig nicht so schlimm. Nur eine Stelle finden. Und noch eine Bänke hinbauen. Ah, dorthin bei die Soldaten. Könnten wir mal die Mauer nachziehen. So. So. Irgendwann können wir dort auch noch bauen. Eure Armee hat fast die maximale Größe. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ja noch keine Angriffssoldaten. Was wünscht ihr? Warte aber noch den nächsten Angriff, glaube ich, vom Emir ab. Und ihr holt mir dann mal jetzt ein paar Meuchelmörder ran. Denn wir brauchen irgendjemanden, der auch ein bisschen sich anschleichen kann. Denn Nahkampfeinheiten, die viel aushalten, haben wir einfach nicht. Ja, mein Freund, wie kann ich helfen? So. Euren Wunsch. Wir werden sieht da oben auch ganz gut aus. Wir haben eigentlich alles unter Kontrolle. Der Emir scheint seine Probleme zu haben. Der hier auch. Wir können überlegen, ob wir nicht einfach trotzdem angreifen. Das Problem ist, wenn ihr dann angreift, gerade wenn wir dort unsere Triebwerke aufgestellt haben. Dann nicht der Markt. Dann haben wir halt ein kleines Problem. So. Unser Werkzeug ist bereit. Frage ist, ab wann schießt das Katapult? Ab hier. Dort müssen wir sie hinstellen. Gut, dort schießt auch der Bogenschütze hin. Wir rücken aus. Hier auch. Der eine da muss uns aber nicht unbedingt interessieren. Gebt uns eine Aufgabe. So, wir bauen mal hier und dann speichere ich jetzt mal kurz ab. Das da ist jetzt, da müsste sogar 58 sein eigentlich. Speichern. Ich weiß nicht, warum ich vorher auch 58 hatte. So, ja, das wollten so mit den Karten, jetzt haben sie es jetzt. Konzentrieren sie sich stärker hier drauf, das ist auch gut.
Der ist ja schon eingerissen. Und offen. Wenn der nächste Angriff vom Marschall kommt, ist der Geschichte der Vasier. Wenn sich dann der Marschall versucht, um den Dings zu kümmern, dann ist es sowieso vorbei. Das Vorratslager ist voll, my Lord. So, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Wir sind jetzt dabei, ihr könnt das nicht dort platzieren, unsere Triebwerke zu platzieren. Wir hoffen, dass die nicht unsere ganzen Triebwerke komplett verschießen mit ihren Mangeln. Nein! Was wünscht ihr? Was macht ihr? Auf dem Weg. Usch. Das da ist jetzt in vielerlei Hinsicht absolut schlecht. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Belagerungsgeräte bemannt. Das läuft jetzt natürlich ganz schief. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. So. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug geduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Okay. Dann geh jetzt mal hin und hier noch ein Tribok. Warum sind die zurückgelaufen? Warum? Ist voll, my Lord. So, Marschall, wie sieht's eigentlich bei dir aus? So, als würde der Marschall auch nicht vorankommen. Da. Eure Mach Macht was. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Der Herr ist allgegenwärtig. Zerstört mal bitte das Ding. Vielleicht steht das im Weg, aus irgendeinem Grund. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Ach, sind da Kakteen vielleicht? Auf uns zählen. Nee. Auch keine Kakteen. So. Da oben schon, aber hier nicht. Schicken wir noch Holz. So. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Tribok bereit. Kannst du auch hier hinschießen, ja. Wir geben unser Bestes. Flugbahn ist berechnet. So, schieß mal vorsichtig drauf. Gebt uns eine Aufgabe. Hier kommt her. Bin zur Stelle. Eure Armee hat fast die Masse. Außen rumlaufen. Ich fass es nicht. Eure Armee hat ja, ich weiß. Ich brauche jetzt trotzdem noch mal ein paar Bogenschützen. Kann's jetzt gar nicht gebrauchen, wenn der Gelbe auch noch angreift. So, er greift noch mal an. Das sind jetzt ordentlich. Das ist eine ordentliche Anzahl an Truppen und der ist offen. Das muss man ja noch dazu sagen. Der ist natürlich blöd, aber gut. Ihr seid da. Ihr seid endlich da. Ihr baut schon mal einen zweiten E-Bock, während ich jetzt meine Waffen verkaufe. Was macht ihr? Der Weg kann doch gar nicht kürzer sein. Was wünscht ihr? Wir stehen zu euch. So. Mein Herr? Ihr kommt mal jetzt hier hin. Also. Die Wegfindung ist manchmal schrecklich. Wahrscheinlich baut er wegen der Wegfindung dort keine Eisen mehr. Er hat jetzt eine gebaut. Wir werden überfallen. Er hat eine gebaut. Und die Soldaten wollen hier unten rum und da ist kein Feuerwerfer. Das heißt, im Basier war es das vielleicht schon. Nicht unbedingt. Wir benötigen Steine. Aber vielleicht. Wir benötigen Steine. So. Flugbahn ist berechnet. Dumm. Gut, vorne schießen wir ja nicht hin. Nein. Ihr greift meine Burg an. Ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu gezwungen, etwas dagegen so. Zu unternehmen. Nach nur dachte Amrik. Smokum. Das stört mal die Flugbahn. Flugbahn ist berechnet. Komm mal drauf. Pfeile bereit! Okay. So. In Bewegung! Mal ein bisschen weiter vor, da werdet ihr nicht beschossen. Gut. Bogen gespannt! So, könnt ihr die erwischen und da kommt der Angriff. Greift sie mal an. Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Es werden Waffen benötigt sein.
Ja, ich verliere ja jetzt auch eine Menge. Es werden Rekruten benötigt. Bin zur Stelle. Was hier? Warum überlebst du das noch? 3, 6, 7 Schwertkämpfer. Eigentlich dürften die dann nicht überleben. Ehrlich. So. Ja. Stellt nochmal den großen Turm. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Hier kommt her nochmal. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Schießt du oder schießt du nicht? Das ist das Wichtige. Er schießt nicht gut. Mein Bogen ist euer. So, und ihr 60 schaltet den einen Bogenschützen da aus. Irgendein Fall wir treffen. Gut, ist erledigt. Dann holen wir uns mal noch mal ein paar arabische Bogenschützen. So, und sobald du jetzt das nächste Mal angreifst, ist es vorbei. Nachricht vom Marschall. Grandios, das kam gerade recht. So, hast ein bisschen Stein, bisschen Geld. Das dürfte dann helfen, um eine neue Armee neu aufzubauen. So, einen von meinen Baumeistern hat er gekillt. So. Mein Herr? Eure Macht wächst. Wächst die, obwohl ich die maximale Anzahl an Einheiten fast erreicht habe. Ist schon seltsam, ne? Ihr habt nicht genügend Güter. Eure Befehle? So, und dann baut ihr mal hier noch einen. Da, da. Konstruieren Belagerungsgeräte. Dann gucken wir mal, ob die alle auch treffen können. Bin zur Stelle. Das mit dem... Den können schon mal nicht treffen. Das Vorratslager ist mit dem? Voll, my Lord. Die einen können treffen, die anderen nicht. Dann schießt ihr mal auf den kleinen Turm. Auch ein bisschen was an Stein, das er dann nicht mehr hat. Eure Armee hat fast die maximale. Ja, die machen jetzt den Rest kaputt. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Aber tatsächlich, der eine Ochsenjoch, der war ein Problem. Jetzt kriegt er wenigstens ein bisschen Eisen mehr. Eure Verbündeten. So. Geld rein. Und dann muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das genau mal weitermache. Könnt alle nicht schießen, das ist doof. Können wir aber hier jetzt vielleicht zwei weitere bauen. Ihr zerstört diesen Turm, um sicher zu gehen, dass der nicht schießt. Der schießt sowieso nicht, aber wir gehen jetzt mal drauf. Sicher. Wir stellen nochmal auf aggressiv. Ihr müsstet doch noch auf aggressiv stehen. Ihr könnt auf uns zählen. Ich steht jetzt sogar noch auf Wacken. So, ihr zerschießt jetzt den großen Turm. Bin zur Stelle. Und ihr könnt mal den Turm zerschießen. Nein, ihr zerschießt Flugbahn den. Ist berechnet. Das ist ganz wichtig, dass ihr den zerstört. Der hat kein Geld. Gut, der rekrutiert ja jetzt auch. Ja, und gar nicht so schrecklich viele Soldaten. Und wir Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Das Vorratslager ist voll mit. Und dann kommt ihr mal hierher. Wohin hier auch. Wir müssen jetzt anfangen, uns zu überlegen, wie wir ihm den Rest geben. Ja. Flugbahn ist berechnet. Ihr schießt bereit, immer noch auf den Turm. Das macht ihr eigentlich gar nicht so gut. Er hat ein paar Pechkinder. Oh, und er kommt raus. Und raus? Das ist extrem gut. Eure Armee. Wir kosten ihn im Moment eine Menge Geld. Eine Nachricht vom Emir. Und er greift uns an. Ihr greift meine Burg an. Ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich. Vorratslager war voll. Wird er wahrscheinlich auch gesagt. So. Bogenschützen bereit. Die dürften nichts erreicht haben.
Die erreichen auch nicht wirklich die was. Waffenkammer ist voll, my Lord. Die Pechkipper, die sind ein Problem. Ich will mit den Meuchelmördern möglichst rein. Das sind die Pechkipper, das ist ein Problem. Und da kommt noch mal ein Angriff von unserem Freund. Und wenn der mit dem fertig ist und die Ritter hier alles außen rum rasieren, ja, dann ist, dann dürft's vorbei sein. Ja, das da ist jetzt ein Problem. Ja, gib ihm mal seinen Stock. Bleibt mal hier durch. So, der Turm ist zwar jetzt wieder aufgebaut, das ist aber nicht schlimm. Eine Nachricht von Emir. Meine Dattel soll der verkroppen. Das ist erledigt. Und ihr? Nun zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen. Warum? Ach so, die schließen bis hierhin. So. Eine Nachricht von Vasir. Hat der Marschall gut gemacht. Nicht vorgesehen. Ich sollte nicht sterben. Nein! Könnt ihr hier drauf schießen? Eine Nachricht vom Marschall. Okay. Hurra! Noch einer ist erledigt. So. Speichern wir hier mal nochmal ab. Weil das Spiel doch nochmal abstürzt. Pause. So. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Eure Macht wächst. Ja, das hat ein, warum da übrigens die Nachrichten unten standen. Ich bin auf die F9-Taste gekommen. Na, nur alles klar. Gott, vergib mir. Wirklich alle. Scheinen alle. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Sollt das nicht angreifen, ihr sollt nach vorne kommen. Das sieht nicht gut aus. Nun denn, lasst uns sehen, was ihr könnt. Wir haben noch eins. Ziel angepeilt. Bin zu einer Nachricht. So, zerschießt es. Das haben wir schon mal. Dann haben wir hier Pechkipper. Und ihr lauft jetzt bitte nicht in die Pechkugel rein. So. Den haben wir auch. Gut, alle Pechkipper sind weg. Auswählen. Hoch. Und nach vorne. Dann zieht ihr noch ein bisschen von dem Beschuss auf euch. Ihr sollt hoch. Wegfindung ist manchmal so komisch in dem Spiel. Und wir haben ihn. Das lief doch gut. So, dann sammelt ihr euch jetzt hier unten links. Gut gemacht, altes Haus. Noch ein Sünder erhält seine wohlverdiente Strafe. Ja, das, so sehe ich das auch. Es werden Rekruten benötigt. Ja, passt prima mit mir zum Abt. Also ich wäre dafür eine Koalition. Ich, der Abt und der Marschall. Bin zur Stelle. Und dann erledigen wir alle anderen. Und das da ist jetzt ganz schlecht, weil ich absolut meine gesamte Armee gerade verheizt habe, um den zu besiegen. Und ich jetzt keine Bogenschützen mehr da vorne stehen habe. Nicht genügend Güter zum Ofen. Und das sind eine echte Menge an drinnen Bogenschützen. Linasrik. Hallo. Das Vorratslager ist ein Komm, fangt mal mit die Bogenschützen ab. Ja, bitte. Das ist jetzt schlecht. Ne? Ganz schlecht. Eine Nachricht vom Emir. Dieser Krieg ist ermüdend. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ja, das hat der Marschall im Moment gerade auch vor. Mein Herr? Eure Befehle? So, kommt mal hier hoch. Zum Ofen. Wir benötigen mehr Gold. Wir benötigen mehr Gold. Ihr könnt auf uns zählen. Gut. Die sind schon mal erledigt. Bin zur Stelle. Und das da unten, das gefällt mir gar nicht mit den ganzen Belagerungsgeräten. Wohin gehen wir? Wir haben nicht wirklich die Chance, durchzubrechen. So, dann dreht euch mal da drauf. Hier auf die Katapulte. Ihr versucht jetzt diesen Rambock zu erledigen. So, ist erledigt.
Katapult ist auch erledigt. Bevor der sich in Bewegung setzt, der große Turm. Es kann sein, dass der auch nicht besetzt ist, aber das weiß man bei ihm nie. Spielt nämlich für den Computer nicht unbedingt eine Rolle, ob da Baumeister erledigt. Wir benötigen Gold. Ich habe schon mal gesehen, wie der mit nur einem Baumeister so einen Belagerungsturm geschoben hat. So, wir haben jetzt genug Gold, um noch Truppen auszubilden. Das sieht auch ganz gut aus. Kommen eine Menge Schwertkämpfer, die wir das so leicht nicht erledigen können. So, ihr lauft ein bisschen zurück. Der Turm ist fast hin. Eure Befehle? Ein Kinderspiel zur Stelle. Ganz dringend. Ziel angepeilt. Ja. Den Turm verlassen. Und der fällt jetzt. So. Da ist noch einer, der da. So, und jetzt rückt ihr hier vorne hin, damit ihr die erschießen könnt. Also die sind im Turm einreißen ja noch schlechter als im Mauer einreißen. Mein Bogen ist euer. Und da sind sie ja schon schlecht drin. Eine Nachricht vom Marschall. Ist dieser Krieg nicht fantastisch? Also ich finde Krieg generell eigentlich nicht fantastisch, aber er läuft einfach sehr gut für uns. Eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Hat er zerstört. Hat er doch zerstört. Ich sehe es einfach nicht. Mein Herr? Es scheint nicht allzu bedeutungsvoll zu sein, aber. Ja. So. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Nach nur dachte Amrik. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Pause. Tut gut. Dann kommen wir hier runter. Hier unten baut der Emir nichts. Und der Marschall geht jetzt tatsächlich hin und kann dem Emir alle Steinbrüche und Eisenminen zerstören. Der Emir müsste tatsächlich jetzt auch langsam Probleme kriegen. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Wir werden als nächstes ihr jetzt Triebwerke bauen. Und die feindliche Burg beschießen. Gold, um diese Einheit auszubilden. Hier vorne ist schon alles niedergerissen. Also der Marschall kriegt das gut hin. Könnt ihr hier noch ein paar Eisen mitbauen? Unser Werkzeug ist ja auch egal. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Ja, ja, dann verkaufen wir halt den Stein hier und Brot und ein bisschen Mehl und das Bier, bisschen Hopfen, Holz. Euer Gnaden. Dann holen wir uns jetzt hier die Baumeister. Konstruieren Belagerungsgeräte. Dann konstruieren wir die Belagerungsgeräte. Das dürfte erstmal reichen. Ein guter Marsch. Solange die jetzt nicht hingehen und mal wieder auf der anderen Seite durch wollen. Es werden Waffen. Das auf jeden Fall mein Bogen ist euer. So. Die Speere verkaufen wir mal. Im Moment brauchen wir nicht so viele Speerträger. Wir könnten aber schon mal ein paar Assassinen holen und so. Und dann auch mal noch mal ein paar Mönche. Der Hauptgrund, warum ich im Moment so wenig Mönche benutze, wie können wir helfen? Ist, dass wir so ein geringes Einheitenlimit haben. Wünschte, ich könnte das mit Dings spielen. Mein Herr? Mit. Flugbahn ist berechnet. Wie heißt dann? Mit Extreme. Hallo. Nazhab.
Aber da funktioniert der Kreuzzugmarsch halt einfach nicht. Also die haben hier bei Extreme auch einen Kreuzzugmarsch, aber das ist halt ein anderer als der hier. Flugbahn ist berechnet. So. Flugbahn ist berechnet. So, Vater Dumm. Da schießt die mal. Flugbahn ist berechnet. So. Wirklich wie Flugbahn ein Auto. Die alle treffen können. Nach einer Fähre in Mathe. Ja. Bogenschützen bereit. War doch okay. Dann Flugbahn haben wir hier einen Kornspeicher. Der müsste da eigentlich nicht stehen, ne? Und so, das hat nicht getroffen. Könnt ihr den Turm erreichen? Nee, leider nicht. Mein Bogen ist euer. Bauen wir hier noch drei Belagerungsgeräte. Ich meine, mit dem Marschall zusammen dürften wir das jetzt hinkriegen. Ohne Probleme. Also das, da wird den jetzt zu zerschießen. Der Marschall wird dem ja jetzt die ganze Burg auseinandernehmen. Flugbahn ist berechnet. Mit seinen ganzen Rittern. Wenn wir jetzt noch hingehen und den Rest unter Kontrolle bringen. Könnt ihr dieses blöde Zelt besetzen? Flugbahn ist berechnet. Eure Befehle? Am lustigsten ist immer noch der Bug, der auftritt, wenn man die wieder rausholt und dann einfach irgendwelche feindlichen Einheiten oder so. Oder auch eigene und das gefühlt völlig random. Sieht, wie die Mauern fallen. Ich hab da mal einen berittenen Bogenschützen erzeugt mit feindlich. Ich glaube, ich habe mir selber mal sogar einen Ritter gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere. Der Kornspeicher ist voll, Flugbahn ist berechnet. Also, wovon das abhängt, das ist. Wir werden überfallen! Okay, es sieht so aus, als hätten wir den im Prinzip. Ich meine, von seiner Burg ist ja praktisch jetzt schon nichts mehr übrig. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nein, das ist kein Dunel. Nein, das ist eine Nachricht. Nein! Ihr greift meine Burg an? Ihr greift sieht doch mich gut an. Aus. Langsam fühle ich dann mich dazu gezwungen, brauchen wir durchaus noch ein paar Bogenschützen, um die Feuerwerfer zu räumen. Es werden Rekruten benötigt. Dann können wir uns eigentlich auch noch dem Angriff vom Marschall anschließen. Ein weiter Weg. Dürfte das gewesen sein. Es werden Rekruten benötigt, Sire. So. Euer Gnaden. Der Marschall war wirklich hilfreich. Also manchmal ist es ja nicht so sinnvoll, mit der KI zusammenzuarbeiten, weil die einem mehr schadet. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Aber wer rastet, der rostet. Der Marschall hier, der ist mehr als nützlich. Der Kornspeicher ist voll, my Lord. So. Er wird jetzt. Er greift jetzt ihn an. Wir holen uns jetzt noch mal ein paar Menschen. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Wer rastet, der rostet. Bogenschützen bereit. Kommt schon mal hier runter. Marschall greift von hier aus an. Feuerballisten helfen da auch. Hier, der Turm ist gelähmt, weil der versucht unbedingt diese Statue zu zerstören. Hier modern die Knochen von Vasir, dem schrecklich. Ja, das ist zerstört. Da ist kein Grabstein. Sieht's aus. Und kaum Soldaten vom Marschall. Der hält ihn wohl für so schwach, dass er da einfach mit ein paar Schwertchen bekommen kann. Wir werden überfallen. Halte ich mal oft tatsächlich für einen Fehler. Da ich habe schon mal gesehen, wie die KI da mit in Bewegung dafür sorgt, dass die andere KI sich wieder aufbauen kann. Pfeile bereit. Rücken aus. Und ist der Anteil an Soldaten, den er dann
rekrutiert, sollte größer sein. Sind auf dem Weg. So. Eure Befehle? Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Da ist ein Feuer, ein Pechkipper. Der Pechkipper ist schon Bin zur Stelle. So. Sehr wohl. Euch sagen wir schon mal, geht hoch. Hier. Ja, ihr könnt eigentlich auch schon mal hochgehen. So. Dann kommt ihr hierher. Mein Bogen ist euer. Und ihr lauft hierhin. Schwertkämpfer vom Marschall kommen von der anderen Seite. Die Dinge stehen nicht gerade zum Besten, habe ich recht? Aber machen wir uns nicht zu viele Gedanken. So, Vater Tom. Eure Beliebtheit sinkt. Nach noch ich in Mattig. Das ist nicht super. Dann kriegt ihr den. Mein Herr, die Waffenkammer ist voll. Ich bin richtig gefährlich gegeben. So, hoch. In Bewegung. Hoch. Eure Befehle? Nach nur Tag Amrik. So, dann war's das. Nachricht von Emir. Oh, blauer Donner. Wenn wir uns nur die Nachrichten an. Mutter hat mir geraten, vorsichtiger zu sein. Immerhin wartet jetzt ein besseres Leben auf mich. Eine Nachricht vom Marschall. Gut gemacht, altes Haus. Noch ein Sünder erhält seine wohlverdiente Strafe. So, und damit haben wir es geschafft. Wir sind siegreich, Sire. Mal sehen. Wir haben die meisten feindlichen Soldaten getötet und die meisten Soldaten verloren. Wir haben das meiste... das zweitmeiste Geld erworben. Nahrungsmittel haben wir am meisten produziert. Der Marschall hat tatsächlich am Schluss uns mit Holz noch eingeholt. Stein haben wir. Waffen. Die höchste Bevölkerung. Hat gut die meisten Gebäude zerstört, war klar. Erstellte Truppen haben wir aber auch wirklich die meisten. Gut, würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Mission 59, die Stromschnellen. Dahin, tschüss.